Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stamp-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr seht, heute schon ganz frisch eingetroffen bei mir ist der neue Mini-Katalog und die Celebration-Broschüre, die ja ab dem 1. Juli gelten. Und meine Kunden, die jetzt in den letzten Monaten bei mir bestellt haben, die kriegen die Kataloge einfach kostenlos zugesandt. Also da braucht ihr nichts weiter unternehmen. Und wenn ihr noch keinen Demonstrator, keine Demonstratorin habt und die Kataloge gerne hättet, auch den Jahreskatalog, dann meldet euch gerne bei mir unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Schreibt mir einfach eine E-Mail und dann schicke ich euch die zu. Und dann würde ich sagen, basteln wir aber heute natürlich. Wir sind kreativ. Und ich zeige euch mal, was ich mir für heute überlegt habe. So, und zwar habe ich mir für heute zwei Produkte ausgesucht und mit denen wollte ich basteln. Und so habe ich mein Projekt für heute, ja, drumherum gebaut, sagen wir mal so. Also es wird eine Karte werden und ich finde, so Prägeformen, die gehen oft ja, so ein bisschen unter im Katalog auch. Und es gibt eine neue Prägeformen hier mit, ich zeige es euch mal so, mit Glückwünschen zum Geburtstag. Ich glaube, so sieht man es ganz gut im Bild. Und das andere sind einfach Glückwünsche. Also Glückwunsch steht hier unten auch ganz groß und natürlich in ganz verschiedenen Sprachen. Und ja, ich habe mal gedacht, da lassen sich so schöne Karten drumherum bauen. Und mir sind noch, es sind leider jetzt nicht mehr viele drin. Die letzten werden wir heute noch verbasteln. Und zwar diese Zierblüten. Und mir war nach Frühling zumute. Und das Wetter passt ja im Moment gerade. Also heute macht es ein bisschen Pause, aber ansonsten ist es ja Frühling eigentlich schon sommerlich. Und diese Zierblüten sind ja in Frisianlila, Bonbonrosa und Papaya. Und ich finde das ganz tolle, frische Farben. Und deswegen habe ich die heute verwendet. Und ich zeige euch einfach mal ein paar Karten, die ich schon mal gewerkelt habe. Und dann machen wir eine in dem anderen Format auch noch ein bisschen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mit den oben mal an. Also ich habe die jetzt gehalten in Marineblau. Das ist das neue Designerpapier Sonnendruck aus dem Jahreskatalog. Das Dunkle mit diesen tollen Gräsern und Farnen. Und habe das einfach in den Hintergrund gesetzt und habe mir eben diese Prägeform hier noch draufgesetzt. Hier habe ich die, wie heißen sie, Zierdeckchen Land und Liebe. Die gibt es in verschiedenen Farben und ich habe einfach die Rückseite genommen in Weiß. Das Schimmerpapier, das zeige ich euch nachher noch. Das werden wir nämlich auch heute verwenden im heutigen Projekt. Und habe eben da diese Blüten dazu gesetzt und auch noch Glitzersteine, Metallic Band im Nachtblau. Das ist gewebte, das ganz tolle neue. Ja, und so ist eine wunderschöne Karte fertig. Ganz einfach gehalten. Auch innen habe ich mir nur einen Streifen Designerpapier reingeklebt. Und ich finde das aber so eine richtig, ja, ist eine tolle Karte geworden. Einfach mal eine tolle Klappkarte. Und auch das ist die Rückseite von diesem Papier, auch aus dem Sonnendruck. Und ich habe es hier kombiniert mit Wassermelone. Auch eine ganz tolle, frische Farbe. Und zu diesem Granit finde ich die auch total toll. Hier habe ich Etiketten verwendet. Zeige ich euch gleich noch das Band in Granit. Und ein silbernes Garn noch. Und so, ja. Sind zwei ganz unterschiedliche Karten geworden, aber der gleiche Aufbau im Endeffekt. Dann habe ich hier so ein bisschen die ja, maskulinere Form hier sozusagen gewählt. Der Farbkarton hier ist dieses neue Papageiengrün. Finde ich total schön in Kombination mit dem Lindgrün. Ich habe es mir hier ein bisschen schmäler geschnitten und auch hier ein bisschen schmäler geschnitten, das geprägte hier. Und habe hier einfach noch ein paar Blätter mit der Zweigstanze. Hier habe ich aus einem älteren Designerpapier ganz mein Geschmack noch ein Fähnchen dahinter gesetzt. Auch das ist ein ganz altes Band, da habe ich noch, das ist irgend so ein, wie hatten das damals geheißen, Juteband, glaube ich. Und schon ist eine ganz tolle, ja, maskuline Karte fertig. Das neue runde Akzente in den In-Color-Farben. Auch aus dem neuen Jahreskatalog. Und dann habe ich hier noch eine gemacht mit dem Designerpapier Farben des Glücks. Habe hier auch so ein Zierdeckchen verwendet. Habe hier einfach einen Kreis ausgestanzt
mit Frisienlila einmal außenrum geinkt, weil mir das sonst zu weiß war und ich wollte nicht nochmal einen Kreis draufsetzen und habe hier eben alle drei Farben der Blüten hier kombiniert und einfach noch ein paar Glitzis dazu gesetzt. Und das ist hier gehalten in Papaya. Auch nochmal ein bisschen anders vom Format geschnitten. Und dann habe ich noch eine Hochzeitskarte gemacht mit einer weißen Grundkarte. Dann habe ich einen lindgrünen Aufleger hier gewählt und das Ganze wieder hier in weiß geprägt. Und das ist auch ein ganz altes Zierdeckchen, die gibt es leider nicht mehr, aber da habe ich noch ein einzelnes gefunden. Und das war schon grün geinkt auf der Rückseite. Die sind genauso weiß wie diese Zierdeckchen hier gewesen. Und haben wir gedacht, wow, ja, das verwende ich gleich. Ich habe da so eine Kiste, wo ich so Einzelteile noch sammle. Und habe hier auch einfach diese kleinen Zierblüten dazu gesetzt. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Karte geworden. Hier, dieses Band ist ein bisschen verrutscht. Das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen drapieren. Das ist das in Papageiengrün. Ja, und so sind ganz, ich finde, effektvolle, einfache Karten gemacht. Und die machen trotzdem so viel her. Und heute machen wir mal noch ein anderes Format, nämlich ein Hochformat. Ich sage aber alle Maße auch von den Karten noch. Ich habe mir jetzt für heute ausgesucht die Grundkarte in Frisienlila. Und die ist einfach 29,7 x 10,5 und in der Mitte bei 14,85 einmal gefalzt. Ihr könnt die jetzt natürlich so rübernehmen, so wie ich es bei den Karten hier gemacht habe. Ich werde jetzt aber eine Hochformatkarte machen. Dann habe ich mir hier Designerpapier zurechtgeschnitten, schon mal. Und das ist aus den Farben des Glücks. Das ist dieses tolle Designerpapier aus dem Jahreskatalog. Das findet ihr auf Seite 109. Da gibt es ja so eine ganze Reihe dazu. Also wirklich ganz tolles Papier, wie ich finde. Und die Rückseiten, die sind ganz oft, oder ja bei fast allen, so einfach so gespachtelt. Und das ist jetzt hier, ich denke, Aquamarin, Frisienlila und Amethyst. So sieht es auf der Rückseite aus. Das könnte man jetzt natürlich auch nehmen, aber ich habe mir jetzt für diese Seite entschieden. Und die Prägeformen, die findet ihr auf Seite 177 im neuen Jahreskatalog. Vielsprachige Glückwünsche, das habe ich, glaube ich, vorher nicht gesagt, heißen die. Gehen auch durch den Ministand und Prägemaschine, das ist vielleicht auch immer ganz wichtig zu wissen. Und mit denen arbeiten wir heute eben. So, und für meine hochformatige Karte habe ich mir jetzt hier einen Streifen zurechtgeschnitten. Der kommt jetzt dann nachher hier aufs Designerpapier mit 10 x 7,5 cm die Prägeform, na, wo habe ich sie? Die hat 8,5. Also bei denen habe ich mir 8,5 geschnitten teilweise. Moment, wo habe ich eine mit 8,5? Also die komplette Breite sozusagen hier von dieser Prägeform auch. Das war mir jetzt hier aber zu wuchtig. Hier habe ich es auch ein bisschen kleiner gehalten. Das kommt immer ein bisschen auf Designerpapier auch drauf an, wie viel ihr da rausschauen lassen wollt oder vom Farbkarton, was ihr als Mattung drunter setzt. Die Mattung hat übrigens 10 x 14,35. Ich glaube, das habe ich nicht dazu gesagt. Genau, und hier habe ich es jetzt ein bisschen schmäler geschnitten, weil mir das schon zu wuchtig gewesen wäre. Und Moment, ich wollte die mit den Happy Birthday und Glückwunsch zum Geburtstag nehmen. Ihr seht das, glaube ich, auch gleich ein bisschen besser. Und das lege ich mir jetzt, also ich möchte jetzt einfach diesen schönen Geburtstag, das möchte ich drauf haben, diesen deutschen Schriftzug und Happy Birthday natürlich auch. Und das lege ich mir relativ weit hier drüben an, sodass die ersten Buchstaben hier eben auch gut drauf gehen. Und wenn ihr das Stück jetzt einfach schmäler schneidet, dann müsst ihr einfach gucken, ein bisschen gerade soll es natürlich sein. Wenn ihr das bei 8,5 abschneidet, dann habt ihr das natürlich hier bündig. Bei den querformatigen Karten, da habe ich es mir genauso breit zugeschnitten wie mein Designerpapier. Das ist bei den querformatigen Karten übrigens genauso. Oder bei der wäre es jetzt Farbkarton gewesen. Genau, also da habe ich 8,5. Moment, die da war es. 8,5 x 14,35, Entschuldigung. Ich bin schon ganz durcheinander heute. So, und das lassen wir jetzt uns durch die Stanz- und Prägemaschine. So, bei der Mini-Stanz- und Prägemaschine, da ist es jetzt so, ihr braucht die Einserplatte und die Dreierplatte. Ihr könnt es auch hier immer noch, Moment, hier steht es,
Nachlesen, Verwendung mit Standardprägeformen. Das ist eine Standardprägeform, weil das eine dünne ist. Bei der größeren Stand- und Prägemaschine, da ist es, ihr seht es auch immer auf der Platte 1, hier Verwendung mit Standardprägeformen, also da braucht ihr auch die 1er und die und 2 Dreier, also 2 Acrylplatten. Und in die Mitte legt ihr euren Prägefolder rein. Da ist es ein bisschen anders. So, jetzt. Das ist mir bloß hier mein Papier nochmal verrutscht. Das muss ich natürlich gerade reinlegen. So, und dann immer die Prägeform mit dem Rücken voran. Das steht auch immer auf der Platte nochmal rauf. Prägeformen mit dem Rücken voran anlegen, weil wenn das andersrum einlegt mit der offenen Seite, nicht, dass euch das hier verzieht, dann macht ihr euch diese Naht hier kaputt. Also mit dem Rücken voran, die Dreierplatte drauf und dann kurbeln wir uns das einmal. Doch, Achtung, kann ein bisschen wackeln hier an meinem Tisch. So, gleich auf die Seite und dann habt ihr ein ganz tolles Standsergebnis. Das ist richtig schön haben. Bei den Schriftzügen kann man jetzt natürlich diesen, ich sag mal, Negativabdruck nicht nehmen. Bei anderen Stands- bzw. Präge-Foldern kann man das ja teilweise machen, je nachdem, ob man den positiven oder den negativen Abdruck dann haben möchte. So, und dann stempel ich mir auch gleich mein Etikett noch und da möchte ich hier diese liebe Wünsche aus dem Landhaus Rosen. Und das stempel ich mir jetzt einfach auf Grundweiß. Und als Tinte nehme ich Amethyst. So, einmal liebe Wünsche. Und das werde ich mir jetzt ausstanzen. Und zwar nehme ich mir da die Basics mit Pep. Und da ist es der dritte, ja, ist egal eigentlich von welcher Richtung, der dritte quadratische Rahmen, der hat, wenn ihr es messen wollt, 4,9 x 4,9. Und das werde ich mir jetzt hier einmal ausstanzen. Ihr habt ihr Kreise und die Etiketten natürlich auch. Bei den anderen Karten habe ich teilweise die Etiketten nach Maß verwendet. Und bei der Hochzeitskarte, da habe ich das Stanzenpaket Herzen verwendet. So, das habe ich mir jetzt ausgestanzt. Ich habe das so ein bisschen, ja nicht ganz, wie soll man das sagen, ganz so gekippt. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie nennt man das? Hochkant, wie auch immer. Ich habe es einfach ein bisschen schräg gemacht und ich habe mir hier noch ein zweites Quadrat in der gleichen Größe ausgestanzt. Und zwar ist es dieses schimmernde Pergamentpapier in den In-Color-Farben 2021 bis 2023 und da habe ich das in Friesen-Lila genommen. Mit im Paket ist eben dieses Bonbon-Rosa, Celadon und Lodengrün. Das sind Papaya, das wirkt so ein bisschen goldig, das habe ich leider schon gar nicht mehr, das ist schon aufgebraucht. Und es schimmert eben so ganz, ja, edel und toll. So, und dann können wir eigentlich schon fast ans Zusammensetzen gehen. Ich werde mir jetzt mein Designerpapier aufkleben und zwar mit Mehrzweckflüssigkleber direkt auf meine Karte. Das klebe ich mir diesmal einmal direkt auf. Hier geht das Designerpapier weiter mit Grün, das seht ihr hier. Aber das stört mich hier jetzt gar nicht, weil da kommt jetzt ja nachher gleich mein geprägtes Papier hier drauf, dann verschwindet es. Und da habe ich mir gedacht, da werde ich jetzt noch die silberne Zierschnur einfach elegant verwenden. Und da mache ich mir jetzt nur auf die Rückseite 2 Streifen Abreißklebeband drauf. Dann kann ich das da nämlich fixieren. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein Ende und klebe das hier schon mal fest. Und dann, hoppala, kann ich das hier nämlich schön hier drüber führen. Ja, wenn es mag. Gescheit festkleben sofort, das ist ganz gut. So.
Und dann kann ich mir die hier nämlich abschneiden und dann ist es schon fixiert. Und damit es aber jetzt einfach nicht wieder abspringt, werde ich mir das Ganze hier auch mit Dimensionals nochmal fixieren. Irgendwie mag die heute nicht. Aber der wird mir gleich helfen. Ich mache nämlich hier einfach noch meinen Dimensional drüber. Ganz einfach. Hier über die Enden, da kann überhaupt nichts passieren. Die ist heute widerspenstig. Vielleicht magst du auch die Wärme nicht. Bei uns ist es relativ schwül. So, jetzt kann sie aber nicht mehr weg. Ist doch auch ganz gut. Und dann ist man sich hier wirklich sicher, dass es hält. Und es ist ja ärgerlich, wenn die Karte irgendwie fertig ist und dann springt da immer irgendwas irgendwie noch auf oder davon und man muss es nachträglich fixieren. So, und das werde ich mir jetzt hier einfach so versetzt aufkleben, damit das einfach ja, so ein bisschen drunter vorspitzelt. Ich klebe mir jetzt mein weißes Etikett schon mal hier auf mein Pergamentpapier, auf das schimmrige. Und das Ganze werde ich auch nochmal mit Dimensionals ankleben. Da dürfte jetzt natürlich nicht hier an den Ecken, seht ihr, was ich meine, rauskommen, weil das schimmert natürlich doch, das ist klar. Aber das geht auch so ganz gut. So. Und dann könnt ihr jetzt natürlich entscheiden, macht das ganz schräg, auch den Schriftzug, oder macht ihr den Schriftzug gerade. Ich entscheide mich, glaube ich, über oder für ganz schräg. So. Genau. Und dann werde ich da noch was von meinen Zierblüten aufbringen. Viele sind es ja nicht mehr, die muss ich jetzt danach bestellen. Weil die sind wirklich süß. Gerade diese kleinen auch. Und ich werde mich hier jetzt entscheiden für einfach welche in Fräsienlila. Und die klebe ich mir jetzt eben auf mit Mini-Klebepunkten. Diese großen, die lassen sich einfach draufdrücken. Und bei den kleinen mache ich es einfach so, dass ich mir den Mini-Klebepunkt einfach zusammenfalte, beziehungsweise so ein bisschen zusammen rolle und mir das dann hier einmal hinten, ich hoffe, das sieht man so, drauf gebe. Und damit lassen sich die nämlich super fixieren. Also das geht richtig gut. Einfach drunter verschwinden lassen, wenn das rausspitzelt. So, die anderen werde ich mir jetzt gerade auch noch aufkleben. So, und ich habe mir vom Basic Strassschmuck jetzt einfach auch ein paar kleine noch draufgeklebt. Und ich finde das jetzt so richtig stimmig. Und einen Einleger braucht man natürlich auch noch. Und da habe ich mir jetzt gerade diesen Spruch, du bist in jeder Hinsicht wunderbar, habe ich mir jetzt hier gerade in Amethyst noch aufgestempelt und habe mir hier auch noch eine von den Blüten hergemacht. Und dann kann ich das hier einkleben. Das ist grundweißer Farbkarton 14,35. Entschuldigung. Ich gebe euch die Maße unten mit rein. Und so, ja, ist in Fräsienlila eine ganz tolle Karte. Fertig, ohne viel Aufwand. Ich denke, solche Geburtstagskarten braucht man auch mal. Und ja, ich finde die wunderhübsch. Und mit dem geprägten Hintergrund machen sie einfach richtig was her, finde ich. Also ich glaube, das kommt gerade bei der in der Kamera auch ganz gut raus, wie toll das einfach so dreidimensional wirkt. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und hoffe, dass ich euch ein paar Ideen zeigen konnte. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder im Onlineshop unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Und ich gebe euch die Maße und die verwendeten Materialien natürlich unten wieder rein in die Infobox. Ja, und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Kreativsein, beim Nachbasteln. Und ja, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Macht es gut und bleibt gesund vor allem. Ciao!